Hallo liebe Leute, hier ist euer Niklas vom Outdoor Schmolk. Heute habe ich das Vergnügen, euch ein Fahrzeug vorzustellen. Und zwar geht es um den neuen CLA, wie man hier stehe habe, in Polarweiß, der CLA 200 mit AMG-Paket, 163 PS. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Durch das AMG-Paket sieht man natürlich gleich auch schon hier vorne der Diamantkühlergrill mit den Chrompins, der wirklich sehr sportlich, sehr elegant ist. Und natürlich haben wir nochmal einen sportlichen Stoßfänger. Kommt mit, wir gehen gleich weiter. Und zwar hier zu den 19 Zoll Vielspeicherfelge im Turbinedesign in Anthrazit und Glanz gedreht. Wirklich tolle Optik, mega sportlich. Genau, schaut her. Das Besondere an dem Auto, der CLA zählt fast zur Kompaktklasse, macht aber durch Platz, Komfort seine eigentliche Coupé-Form und die Sportlichkeit, wo hat wirklich optisch sehr, sehr, sehr viel her. Genau, kommt mal mit, wir gehen kleiner. Schon sind wir im Heckbereich angekommen und jetzt kommt mein persönliches Highlight am Fahrzeug und das sind die Scheinwerfer. Ich finde die sehr gelungen, sehr sportliche Optik. Was wir hier jetzt auch sehen, ist die Besonderheit vom Shooting Brake. Und zwar, der hat jetzt nicht wie das Coupé einen Heckdeckel, der aufspringt, sondern wirklich eine Rückwandtür, die aufgeht. Das ist die Besonderheit dran. Wir haben hier quasi so eine Mischung aus T-Modell, sprich Kombi und ein Coupé. Ich mache das Ganze gerade mal auf, gerade im Moment. Genau, wie ihr seht, fährt die Türe hoch. Wir haben ein schönes Ladevolumen, gerade wenn man die Sitze noch umlegt. So verbindet der CLA sportliche Optik und trotzdem die Möglichkeit, was zu transportieren. Wir machen schon wieder zu. Was mir hier beim AMG-Paket aussehe, ist der ganz kurze Heckdiffusor, der natürlich dabei ist. Und diese Optik, wo am Stoßfänger mit ist. Wir behalten uns jetzt gar nicht lang weiter auf. Und zwar gehen wir rein und dann geht es auf die Straße damit. Kommt mit! Und schon sind wir auf der Straße. Willkommen im Interieur. Auch hier haben wir wieder die AMG-Line. Seht ihr zum Beispiel an den roten Ziernähten. Für die Leute von euch, die das Vorgängermodell kennen, es hat sich eine Menge getan. Das Fahrzeug wird komplett auf den neuesten Stand geholt, was einem sofort ins Auge fällt. Das Widescreen-Cockpit. Das bedeutet alles voll digital, alles gestochen scharf. Es kommt einem vor, als würde er gar nicht rechnen. Es ist einfach fließend. Ein Media-Display kennt ihr natürlich wahrscheinlich schon bei uns von Mercedes-Benz. Was wir hier aber habe, ist die neueste Generation. Das erste Mal, dass wir auch touchen können. Und hier unten, ihr seht, der Drehdrückschalter ist verschwunden. Auch hier ist mittlerweile Touch und es lässt sich alles kinderleicht bedienen. Das müssen wir aber nicht. Wir müssen nicht touchen. Auch hier im MBUX haben wir Hey Mercedes, ja, bitte, eingebaut, die alles machen kann. Navigation starten. Was möchten Sie tun? Navigiere mich am Elstam 2 Emmendingen. Bitte wählen Sie einen Eintrag aus. 1. Die Route wird berechnet. Was das Fahrzeug noch kann, was wirklich besonders ist. Mir geht es zum Beispiel manchmal so, dass wenn ich im Navigation-Modus bin und mich irgendwo hin navigiere lasse, und das heißt in 50 Metern abbiegen, dann bin ich total unsicher. Oh, ist das jetzt diese Ausfahrt oder ist es die nächste Ausfahrt? Das kann mit ihm und mit der Augmented Reality auch nicht mehr passieren. Das bedeutet, ihr werdet es gleich sehen, wenn wir abbiegen müssen. Und zwar wird er uns die Frontkamera einblenden und in die Frontkamera nochmal einen Richtungspfeil. So könnt ihr einfach nicht falsch abbiegen. Links abbiegen in die Theodor-Frank-Straße. Genau. Ihr seht, Frontkamera geht ein, Richtungspfeil geht ein. Ich muss einfach nur noch mal drauf gucken, natürlich auf den Verkehr achten. Und so schön und so einfach ist das gemacht. Hey Mercedes? Ja, bitte. Navigation abbrechen. Die Zielführung wird abgebrochen. Das Fahrzeug ist sehr sportlich, aber auch sehr komfortabel. Macht einfach nur Spaß zum Fahren. Das war es auch wieder von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir haben dieses Auto und viele weitere junge Sterne bei uns auf dem Hof für euch da. Kommt vorbei, schaut sie an, fahrt sie Probe. Da ist bestimmt auch das Passende für euch dabei.
Ich wünsche euch alles Gute und ganz wichtig, nicht vergessen, Frage, Anregungen in die Kommentarleiste damit und abonnieren, liken, teilen. Alles Gute, euer Niklas.